Wer kennt diese Situation nicht? Man ist kurz vorm Urlaub, aber der Kühlschrank ist noch voll mit verderblicher Ware. Was tun? Alles wegschmeißen? Ich bin Valentin Thurn, der Filmemacher von Taste the Waste. In meinem Kinodokumentarfilm habe ich die Lebensmittelverschwendung rund um die Welt verfolgt. Und jetzt will ich etwas Praktisches dagegen tun. Ja, die Idee ist eine Internet-Tauschbörse für Lebensmittel. Wer was übrig hat, zum Beispiel weil er kurz vorm Urlaub steht oder weil gerade eine Party gemacht hat, dann kann er das in seinem PC oder auf seinem Smartphone eintippen und sagen, okay, hallo, ich habe hier ein Kilo Kartoffeln oder 2 Liter Milch zum Abholen. Das kommt auf das Display der anderen Leute in der Community, die sehen das dann auf ihrem Smartphone und die können dann ein elektronisches Ticket ziehen, damit nicht 10 auf einmal vor der Tür stehen und die Lebensmittel dann abholen. Ich bin der Sebastian Engbrox, der Projektmanager bei Foodsharing, und die App Foodsharing und Community soll als Kommunikationszentrale dazu dienen, um Menschen zu verbinden. Ich selbst benutze auch Communities wie Carsharing oder Couchsurfing, nicht nur um meinen ökologischen Fußabdruck zu verringern und nebenher auch noch Geld zu sparen, sondern auch ganz besonders, um neue Menschen zu treffen, Bekanntschaften zu schließen und vor allen Dingen auf Gleichgesinnte zu treffen. Und deshalb lag für mich der Gedanke nahe, auch Essen zu teilen. Die Produktion von Lebensmitteln erfolgt heutzutage unter großen Umweltbelastungen. Das ist jetzt weniger der Diesel, der in die Traktoren eingefüllt wird, als vielmehr der Kunstdünger, der auf die Felder gebracht wird, weil dann entweicht Lachgas in die Atmosphäre, ein Klimagas 300 Mal so potent wie CO2. Und deswegen lohnt es sich, bei der Lebensmittelverschwendung darauf aufzupassen, dass wir nicht Ressourcen verplempern. Ich glaube, das liegt aber auch einfach daran, weil wir uns in einer Leistungsgesellschaft bewegen, in der sich alles um Wertschöpfung dreht. Der Mensch steht da nicht mehr im Mittelpunkt, sondern das Kapital. Am Ende dieser Kette leisten wir uns dann den Luxus, die Erzeugnisse mitsamt den ganzen Ressourcen und Arbeitskraft, die eingesetzt wurden, um die für uns herzustellen, einfach in den Müll zu schmeißen, weil damit kein Geld mehr zu verdienen ist. Das kann nicht sein. Ja, also die Urlaubszeit ist natürlich die Zeit, wo am meisten im Garten reif wird, die Himbeeren zum Beispiel, oder wir haben dann auch ganz viel Salat, und oft frage ich dann Nachbarn, ob sie was wollen, aber die sind dann oft auch in Urlaub, und mit der Foodsharing-App wäre ich dann in der Lage, das mit anderen zu teilen und habe natürlich die Hoffnung, dass vielleicht auch was zu mir wieder zurückkommt. Ich bediene mich ja schon am Überfluss der Supermärkte, ich gehe selbst Containern. Und ich denke, die Foodsharing-App wäre einfach eine sinnvolle Erweiterung und eine Möglichkeit, vielleicht sogar auch im Garten oder im Kühlschrank den Überfluss zu ernten. Es geht nicht nur darum, einen Salatkopf oder einen Weißkohl zu retten, sondern es geht auch darum, einen mentalen Wandel im Kopf der Leute in Gang zu setzen, dass Wertschätzung für Lebensmittel wieder weiter verbreitet wird und dass das Teilen von Lebensmitteln wieder was ganz Normales wird. Und auch bei Partyresten fallen ja manchmal doch schon beachtliche Mengen an. Und dabei meine ich natürlich nicht das, was schon bei anderen Leuten auf den Tellern war, sondern das, was einfach zu viel war. Am Buffet, in den Schüsseln, unangetastet. Besonders viel Lebensmittelmüll fällt bei den Bauern an, wenn die bei der Ernte viel aussortieren müssen, oder bei den Supermärkten. Ich bin überhaupt auf die Idee zu Foodsharing gekommen, weil Bäcker bei uns anriefen und fragten, Mensch, ich habe jeden Tag so viel Brot und so viel Brötchen übrig, was soll ich damit machen? Bei uns gibt es keine Tafel, habt ihr eine Idee? Ich möchte alle Landwirte und Händler bitten, ihre unverkäuflichen Lebensmittel doch lieber kostenlos abzugeben, als sie einfach wegzuschmeißen. Weil dadurch gebt ihr den Lebensmitteln wieder den Wert zurück, den sie eigentlich haben. Lebensmittel sind nicht nur irgendein Ding, sondern die Grundlage unseres Lebens. Jeder Deutsche wirft jährlich durchschnittlich 80 Kilogramm Lebensmittel weg. 30% davon wandern sogar ungeöffnet in den Müll. Hier setzt Foodsharing mit Apps für Smartphones und PCs an, um diese Verschwendung einzudämmen. Lilia kauft oft zu viele Lebensmittel ein. Früher bewahrte sie manches lange im Kühlschrank auf, nur um es dann wegzuschmeißen. Bei Foodsharing kann sie ihre überflüssigen Einkäufe ganz einfach einstellen. Hat jemand Interesse an einem Produkt, kann er es sich reservieren und später bei ihr zu Hause abholen. Yannick nutzt Foodsharing, um sein Nahrungsinventar zu ergänzen. Über die Website kann er einsehen, wo in seiner Umgebung Lebensmittel angeboten werden, und sie sich mit einem Klick sichern. Mit der Foodsharing-App auf seinem Smartphone kann er sich sogar eine Fahrradroute berechnen lassen.
So findet er sich immer in der Stadt zurecht und kann sich die von ihm reservierten Lebensmittel schnell und unkompliziert abholen und sie dann zu Hause zubereiten. Auch gemeinsam macht Foodsharing Spaß. Nette Leute aus der Nachbarschaft kennenlernen, gemeinsam kochen, Reste verwerten oder Rezepte austauschen und nebenbei verantwortungsvoll mit Lebensmitteln umgehen. Ganz einfach mit Foodsharing. Viele haben ja eine Hemmschwelle, etwas weiterzugeben. Was denkt denn der andere von mir? Mit Foodsharing schaffen wir eine Community von Gleichgesinnten, wo man diese Hemmschwelle nicht mehr zu haben braucht, weil da das Essen teilen was ganz Selbstverständliches ist. Um die Foodsharing-App programmieren zu lassen, benötigen wir 10.000 Euro und damit können wir den Grundstein legen, das heißt die Datenbank und eine mobile Webseite in Auftrag geben. Um die Internetplattform zu betreiben und in den kommenden Jahren weiter auszubauen, haben wir einen gemeinnützigen Verein gegründet. Damit eure Party nicht so endet, braucht es die Foodsharing-App. Und um die zu realisieren, brauchen wir eure Spenden. Genau genommen sind es keine Spenden, sondern ihr kriegt auch was dafür. DVD von Taste the Waste, Buch, die Essensvernichter oder sogar das neue Taste the Waste Kochbuch, das es noch gar nicht gibt, das erst im November kommt. Das haben alles Verlag und Kinoverleih gespendet. Das Geld geht also komplett in das Projekt. Aber unsere Crowdfunding-Plattform hat das Prinzip alles oder nichts. Das bedeutet, wenn wir die 10.000 Euro nicht zusammenkriegen, dann kriegen alle Unterstützer ihre Geldbeträge zurück. Deshalb erzählt in eurem Bekanntenkreis davon, teilt das Projekt in euren Communities auf Facebook, in euren Foren, Blogs. Und wenn ihr noch Fragen habt, fragt uns. Dazu haben wir eine Foodsharing-Gruppe auf Facebook eingerichtet. Und wenn ihr keine Fragen mehr habt, unterstützt uns mit einem beliebigen Geldbetrag. Wir sorgen dafür, dass das Geld gut eingesetzt wird. Dankeschön.